auch so eine Technik, dass ich Zwiebelschicht mich anziehe und dann kann ich Bier-T-Shirt mit einem Poloshirt abwechseln. Also ich bin Chief Beer Officer, offiziell ist mein Titel, Chief Beer Officer von Brookhammer. Ich habe vor über 20 Jahren mein erstes Unternehmen gegründet, ziemlich naiv damals, und das führe ich jetzt tatsächlich in etwas veränderter Form, und das heißt Widgetal und ist die angesprochene Digitalagentur. Vorsitzender von Divish bin ich jetzt so bummelig 1,5 Jahre. Ich habe eine Frau, die nicht unbedingt immer glücklich mit mir ist, und 3 Kinder. So sehe ich aus, wenn ich so halboffizielle Agenturtermine habe. So sehe ich nach Feierabend im Bierladen aus, bei Tastings zum Beispiel. So sehe ich aus, wenn ich offizielle Divish-Termine habe. Auch nicht immer, aber manchmal. Das ist irgendwie so eine Laudatio, musste ich halten auf der CeBIT. Es geht um Digitalisierung. Ich habe mich da schon 20 Jahre mit beschäftigt, auch schon, als das nicht so hieß. Und das sind so ganz immer so Buzzword-lastig, und ich habe mal ein paar da aufgeschrieben. Ich muss jetzt nicht alle durchlesen, aber es geht halt um Technologie, so im weitesten Sinne, und analoge Prozesse zu digitalen zu machen. Alex hat das schon gesagt, eigentlich ist das alles schon durch. Digitalisierung ist jetzt schon für viele gar nicht mehr so spannend. Wenn man in mittelständische Unternehmen reingeht, denkt man so, doch, ganz schön spannend für die, voll Neuland-mäßig. Und wenn man sich ein bisschen in der populären Kultur so umguckt, dann ist Digitalisierung halt auch immer mit großen Ängsten verbunden, mit KI, mit Maschinenwesen, die gut aussehen, aber einen irgendwann umbringen. Wer weiß, was passiert. Wenn man dann ein bisschen tiefer eindringt, dann kommt das Wort Transformation ganz schnell auf, und das ist quasi die Folge von Technologie, also es verändern sich Dinge, ne? Und dann gucken viele so, weil sie denken so, scheiße, Veränderung. Veränderung ist ja für den Menschen erstmal irgendwas nicht so Gutes, weil man Gewohnheiten verändern muss und vielleicht Angst um seinen Job hat und so. Und andere sagen, hammergeil, Veränderung. Veränderung heißt, es gibt Gelegenheiten. Komme ich später nochmal drauf zurück. Ich hatte mal eine Gelegenheit, bin mal irgendwann zur Arbeit gegangen und an diesem Laden vorbeigekommen. Habe gesagt, schön da. Stand da zu vermieten. Habe ich gedacht, cool, mache ich einen Bierladen auf. Hat so ein bisschen Background, also es war jetzt nicht völlig spontan. Ich hatte quasi schon ein Bier-Startup gegründet, wo ich angefangen hatte, online Bier zu verkaufen. Immer ein Bier im Monat vorgestellt, das dann versendet und so. Und irgendwann gecheckt, Bier versendet. Dann ergab sich das, die Gelegenheit, ich habe sie genutzt, habe Brookhammer zu einem ganz klassischen stationären Bierfachhandelsgeschäft gemacht und habe das immer am Freitagnachmittag nach der Arbeit und am Samstagvormittag geöffnet und habe gedacht, es interessiert keinen und niemand kauft Bier, und das Schlimmste, was passiert, nach einem Jahr habe ich Geld verbrannt, aber eine Menge Bier getrunken. Es kam anders. Also das mit dem Biertrinken kam schon, aber ich hatte kein Geld verloren. Ich hatte so bummelig plus minus null gemacht und dachte so, es geht weiter. So sieht der Laden heute aus. Wir haben ein Sortiment von schwankend zwischen 250 und 300 Biersorten, haben einen Online-Shop, ich habe 2 Mitarbeiter. Und ja, viele kennen mich halt als den Biertyp. Pflege ganz gute Kontakte in die Craft-Beer-Szene, auch in die regionale, aber tatsächlich ist das ja ein globales Phänomen. Wir haben auch internationales Bier, und ich komme nicht los davon. Es ist faszinierend. Ich glaube, ich habe jetzt 2300 unterschiedliche Biere probiert in den letzten Jahren, und ich entdecke immer Neues. Der ganzen Gründung lag natürlich jetzt nicht nur so Gelegenheit, Laden, Mieten und Starten zugrunde, sondern ich habe das ein bisschen als kleines Experiment aufgezogen und habe gedacht, mach das mal anders oder mach das mal so, wie das früher mal war, als man nämlich einfach gegründet hat ohne Plan. Und deshalb ist die große Überschrift von Brookhammer am Anfang zumindest gewesen, Fuck for Plans. Habe ich auch mal gesagt bei einer IHK-Veranstaltung, fanden die nicht so gut. Und weil das nur so ein bisschen anti klingt, habe ich gedacht, du musst was anderes finden. Deshalb habe ich mir 3 Credos auferlegt. Das erste ist Bier vor Papier. Heißt einfach, es wird nichts gedruckt. Ich habe keine Visitenkarte, es gibt eine Drucksache, und das ist ein Bierdeckel. Ansonsten geht es immer, wenn die Entscheidung ansteht, soll etwas auf Papier gemacht werden oder soll Bier gekauft werden oder soll Bier getrunken werden oder soll irgendwas mit Bier passieren, dann gewinnt Bier. Es geht immer um Schnelligkeit, die Szene ist super dynamisch, ich habe kein Geld investiert großartig, also Geschwindigkeit war wichtig, und
es ging immer darum, Leidenschaft für Bier auszudrücken, bei allen Aktivitäten nicht so verkopft daran zu gehen. Ich meine, es geht um Bier, da muss man Emotionen transportieren. Und das sind die drei Credos, die bislang mehr oder weniger so gelten. Und eine Folge daraus ist, dass wenn man kein Papier produziert, aber trotzdem Marketing machen muss, macht man es halt online. Und das kann ich. Das kann ich, glaube ich, ziemlich gut, weil das mache ich seit 20 Jahren. Und ich habe angefangen mit einem E-Mail-Verteiler, ich habe dann eine Website gebaut und versucht, das möglichst alles selber zu machen. Jetzt nicht irgendwie Mitarbeiter damit zu belatschern, mir irgendwelche Dinge zu bauen und dann kein Bier abzukriegen, sondern ich habe das alles selber gemacht. Habe Content kreiert, habe Social-Media-Kanäle aufgebaut, habe Untappd bespielt, das ist eine Biertrinker-App oder so ein Social-Network für Biertrinker und halt ein Netzwerk aufgebaut. Und das hat tatsächlich auch dazu geführt, dass Leute in den Laden kamen. Also die haben das halt mitgekriegt, weil sie mich schon vorher kannten. Also ich habe, ich glaube, vor knapp 10 Jahren mein erstes Bierblog ins Leben gerufen, das Weizenblog. Und deswegen war ich schon irgendwie bekannt. Und das hat auch dazu geführt, dass halt Leute kamen. Und dann habe ich das professionalisiert, habe Suchmaschinenkampagnen aufgesetzt, habe, wenn man Bier Kiel googelt, stehen wir an erster Stelle. Und ja, was jetzt relativ neu ist, wo ich auch noch nicht so sicher bin, ob das richtig ist, ist ein YouTube-Kanal. Setz mich hin, filme mich dabei, wie ich Bier trinke, laber was. Und manchmal ist es lustig, manchmal ist es auch nicht lustig. Und es gucken sich halt relativ wenig Leute an. Also falls ihr YouTube habt, abonniert mich. ja. Was ich in der Vorbereitung, also ist jetzt ein bisschen bierlastig gewesen, ich mache halt auch ne, Divisch Geschichten, aber im Ende kommt es eigentlich immer alles zusammen und das ist das Faszinierende. Es sind drei relativ unterschiedliche Jobs und drei unterschiedliche Umgebungen und manchmal verwechsel ich auch Leute und ich denke, ich habe mit denen Bier getrunken, aber eigentlich sind das irgendwelche Politiker oder es sind Kunden. Ich habe versucht, das irgendwie mal die Essenz zu finden und dann sind mir Zitate eingefallen. Dann habe ich mal so recherchiert, Zitate in einem Vortrag sind eigentlich total schlechte Idee, aber ich mache es trotzdem. Und das erste Zitat, da greife ich nochmal auf Gelegenheiten zurück. Wer kennt Ferengi, Star Trek? Deep Space Nine, Quark und seine Familie. Neunte Ferengi-Erwerbsregel, Gelegenheit plus Instinkt gleich Profit. Hammergut. Kann man sich als Unternehmer gar nicht besser ausdenken. Ich glaube, es gibt noch 190 andere Erwerbsregeln, aber das ist die beste. Dann habe ich irgendwann mal, ich glaube im Gutenberg, wo man auch gutes Bier trinken kann in Kiel, auf der Karte einen Spruch gelesen. Der ist von diesem Mann, Thomas Kapielski. Ein großer Geist mit schlechtem Bier auf dem Tisch. Und er hat gesagt, ein Tag ohne Bier ist wie ein Tag ohne Wein. Das ist quasi... Das muss man nicht kommentieren, das ist großartig, das zu sagen. Es ist natürlich auch immer das Eingeständnis, dass man Alkoholiker ist. Es geht weiter mit Element of Crime. Ich habe ein Foto gefunden, wo tatsächlich Sven Regner auch eine Flasche Flens in der Hand hat. Fand ich sehr sympathisch. Und ich habe mal eine Zeit lang Element of Crime gehört und fand ein Lied großartig. Das ist alle 4 Minuten. Und da gibt es eine Passage, die heißt, ohne Klarheit in der Sprache ist der Mensch nur ein Gartenzwerg. Es leitet daher, dass sie an einer Bar sitzen und über ihnen die U-Bahn rattert. Und man sich darüber Gedanken macht, dass die U-Bahn ja eigentlich nicht oben drüber fährt. Und das finde ich wichtig, weil in allem, was ich tue, geht es um Klarheit in der Sprache. Wenn man mit Kunden verhandelt, wenn man mit Leuten redet, wenn man irgendwie netzwerkt, wenn man bei Divisch ist, wenn man Bier trinkt, wenn man einen Geschmack beschreiben soll, das ist eine Kunst. Weil es gibt einen Unterschied zwischen bitter und herb. Und es gibt auch einen Unterschied zwischen süffig und lieblich oder süßlich. Und das ist wichtig. Das ist mega wichtig. Nicht für jeden, für mich schon. Der am best angezogenste Zitatgeber ist Helge Schneider. Den habe ich auch eine Zeit lang sehr intensiv gehört. Und der hat auch ein schönes Lied. Und da gibt es eine Zeile, lernen, 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 Popernen. Klingt albern, ist aber auch wichtig, weil all das, was ich tue, habe ich nicht gelernt und irgendwie ja doch. Also eigentlich muss man permanent lernen. Ich habe kein Studium, ich habe gerade mal so ein halb gutes Abitur.
Und würde ich nicht permanent lernen, könnte ich das nicht machen mit dem Bier und ich könnte das auch nicht mit Diebisch machen. Und mit einer Digitalagentur scheitert man sowieso, wenn man nicht regelmäßig neue Dinge lernt. Mein letztes Learning ist quasi Datenschutzgrundverordnung. Sprecht mich nicht drauf an. Ich habe einen Hals, habe ich, aber ich habe viel gelernt. Und als letztes habe ich einen Mann, der ist, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt, der hat, glaube ich, extrem viel gelernt. Zarko Petan. Ich glaube, der ist tot. Der hat viel gelernt und ist sehr weise. Und der hat gesagt, haben Sie keine Angst vor der Zukunft. Sie beginnt erst morgen. Muss man ein bisschen drüber nachdenken. Das ist ziemlich schlau, finde ich. Und das ist eigentlich die Essenz von dem ganzen Digitalisierungsding. Morgen geht's weiter. Heute ist was Neues da. Morgen wieder. Macht euch locker. Trinkt Bier.